Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, weiter geht's natürlich mit unseren Reflections und dieses Mal, wie versprochen, das Video zu den Methoden. Ja, also wie kann ich jetzt Methoden aufrufen bzw. erstmal alle Methoden bekommen? Also das geht ziemlich ähnlich wie die Fields, die wir hier das letzte Mal behandelt haben. Wir nehmen einfach ein Array an Methoden, die nennen sich einfach Method und ich habe die schon mal hier, oder habe ich nicht? Doch, nein, ich muss sie noch importieren, genau. So, und nennen wir es einfach mal Methods und wir kriegen das Ganze, indem wir hier wieder über myClass.getMethods gehen. Und dadurch kriegen wir alle Methoden, die unsere SumObject-Klasse zur Verfügung stellt. Also ich habe hier aktuell nur eine Methode drin, das ist die Foo-Methode. Lasst uns noch eine zweite reinschreiben, zum Beispiel eine Public Int. Und wir nennen sie auch Foo, sie nimmt nur einen weiteren Parameter, zum Beispiel einen Int i. Und gibt uns dann 2 zurück, damit wir auch wissen, welche Methode aufgerufen wurde. So, das geht natürlich, das nennt sich Überlagerung, das kennt ihr wahrscheinlich alle. So, und jetzt werden in diesem Array hier 2 Methoden drin sein, nämlich einmal die foo, die keine Argumente nimmt und die foo-Methode, die einen Parameter nimmt. So, und jetzt können wir die natürlich wieder ausgeben, wie wir es gewohnt sind. Ich lösche zuerst mal das hier raus und dann geben wir das Ganze aus. Also sagen wir Methods an der Stelle 0. Das wäre dann die erste Methode. Lasst uns gucken, welche das ist. Und dann können wir hier getName holen. Und wir bekommen eine foo ausgegeben. So, wenn wir jetzt aber die zweite Methode ausgeben, dann wird natürlich auch foo ausgegeben, weil sie beide gleich heißen. Das heißt, wir können sie nur unterscheiden anhand der Parameter. Und die brauchen wir natürlich auch zum Aufrufen. Und da sie nicht static sind, brauchen wir eigentlich auch immer ein Objekt von diesem Typ, das wir hier mit reingeben, wenn wir sie aufrufen wollen. Ja, wie rufen wir jetzt also diese Methode auf? Das geht auch relativ einfach. Nämlich, man sagt, also genau, wenn wir erstmal die Methode hier uns holen, Method A gleich Methods an der Stelle 0. So, und jetzt können wir diese Methode aufrufen, indem wir sagen, ups, a.invoke und dann müssen wir hier das Objekt wieder eingeben, also unser SO, damit wir wissen, auf welcher Instanz von diesem Typ das Ganze läuft und dann geben wir hier die Parameter an. So, jetzt müssen wir gucken, was ist denn die erste Methode? Naja, die erste Methode ist hier eine foo, die keine Parameter nimmt. Das heißt, wenn wir hier Parameter angeben, es muss irgendwas angegeben werden, dann geben wir einfach 0 an oder null. So. Und das führt die ganze Methode hier aus. Natürlich schmeißt das Ganze wieder eine Exception, beziehungsweise es kann mehrere schmeißen. Zum Beispiel hier, ja, die ganzen hier. Genau, und jetzt definieren wir uns wieder mal ein Int i hier. Ich weise dir mal den Wert 42 zu, damit wir sehen können, dass er sich verändert hat. Und gebe ihn hier unten aus. Und jetzt weisen wir hier diesen Wert i zu. So, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, wir wissen offiziell nicht, was hier rauskommt, denn dieses Invoke, das kann irgendwas zurückgeben. Jetzt müssen wir das einfach casten und schon sind wir dabei. So, und es wird 1 ausgegeben, obwohl wir hier oben den Wert 42 zugewiesen haben, sprich die Methode ist erfolgreich ausgeführt worden. Wenn wir jetzt aber die zweite hier übergeben, dann muss natürlich hier was rein. Deswegen nehmen wir hier einfach mal die zweite Methode und packen hier 2 rein. Und wir sehen, es wird die zweite Methode aufgerufen und alles hat funktioniert. Gut, was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Methode haben möchte, von der ich schon weiß, wie sie heißt? Dann nehme ich einfach eine andere Methode hier, genau. So, nehme es einfach mal Method und kriege das Ganze über myClass.getMethod. GetMethod. Und wie wir hier schon sehen, muss dabei der Name angegeben werden und die Parametertypen. Also sagen wir hier, wie gewohnt, wir wollen die Methode foo haben und hier sagen wir, was für Parameter wir haben wollen. Das funktioniert gleich wie beim Aufrufen, nur dass wir hier halt die Klassen übergeben müssen. Also sagen wir hier null, dann wird die erste Methode ausgewählt und das Ganze wirft natürlich wieder Exceptions. Ja, das sollten wir vielleicht dann auslagern, sonst wird es nicht gespeichert. So. Und wenn wir hier wieder einen Integer eingeben, dann kriegen wir wieder die zweite Methode. So, wenn wir jetzt hier diese Method aufrufen, dann sagen wir hier einfach Method
Aal gleich Method und holen uns diese erste Methode. Ja, ich muss natürlich die Variable erstmal initialisieren. So. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ausführen, dann haben wir das Problem, wir haben wrong number of arguments. Das liegt daran, dass ich hier unten noch eine 2 angegeben habe. Da muss natürlich wieder null rein. So, und schon wird die erste Methode hier wieder ausgeführt. Gut. So, was machen wir also, wenn wir nicht wissen, was für Parameter hier übernommen werden? Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, wir nehmen diese Funktion hier und dadurch kriegen wir alle Methoden. So, jetzt können wir natürlich abfragen, was für Methoden, beziehungsweise was für Parameter denn hier genommen werden von der Methode. Und das machen wir, wie bei den Konstruktoren auch. Wir sagen hier Class und daraus machen wir ein Array, denn es können ja mehrere Parameter sein. Params ist gleich und sagen, okay, wir nehmen die erste Methode, Methods 0, Punkt, und dann haben wir hier Get Parameter Types. Und schon sind wir fertig. Das heißt, hier stehen jetzt alle Klassen drin von den Parametern, die wir hier bekommen. Also wenn ich jetzt hier die erste Methode auswähle, dann wird das wahrscheinlich leer sein. So soll es ja auch sein. Ich mache das hier mal raus. Das brauchen wir nämlich nicht. Das wirft uns bloß einen Fehler. Ja, genau. Params.length. So, also die erste gibt uns natürlich eine 0 zurück, weil die erste Foo-Methode auch keine Parameter nimmt. Und die zweite gibt uns 1 zurück, denn wir haben hier einen Integer angegeben, den wir übernehmen wollen. So, wenn ich jetzt das hier ausgebe, Punkt toString, dann kriegen wir hier wieder ein Int raus. So, und genau so soll es sein. So könnt ihr dann auch rausfinden, was für Parameter ihr übergeben müsst und könnt die dann dynamisch eben ändern. Gut, das war's für heute auch schon wieder. War ein ziemlich kurzes Video und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.